Hallo Leute, hier ist der Max und ich muss euch jetzt mal was gestehen. Mir ist gestern zum ersten Mal in Battlefield 2042 was passiert, das kannte ich so noch nicht von dem Game. Und ich muss auch sagen, ich habe damit ehrlich gesagt gar nicht mehr wirklich gerechnet. Es hat sich nämlich zum ersten Mal, ein Jahr nach Release, oder fast ein Jahr nach Release, es hat sich zum ersten Mal als halbwegs zusammenhängendes Game angefühlt. Ich sage absichtlich jetzt hier nicht fertiges Game, sondern halbwegs zusammenhängendes Game. Das heißt jetzt nicht, dass es über Nacht zu einem mega geilen Battlefield geworden ist oder dass man es sich gar ungesehen kaufen sollte. Und das heißt auch schon gar nicht, dass das Spiel keine Probleme mehr hat, weil ich meine, WTF, das Spiel hat immer noch massig Probleme. Keine Frage. Übrigens wisst ihr, was auch keine Frage ist, dass ich mich natürlich sehr drüber freue, wenn ihr jetzt den Abo-Button drückt, sollte euch das Video gefallen. Denn ihr wisst ja, jedes Like und jeder Kommentar hilft unglaublich viel für den YouTube-Algorithmus. Und ja, habe ich schon gesagt, dass ich mich drüber freue? Egal. Aber trotzdem, durch das überarbeitete Hauptmenü, den etwas anderen Specialist-Look jetzt, natürlich ist es irgendwo Low-Effort-Content von DICE, muss man auch mal ehrlich sagen. Die haben die Specialists genommen, haben die ein bisschen anders beleuchtet, haben die ein bisschen Dreck ins Gesicht geschmiert und fertig ist der neue Specialist. Aber trotzdem, die Kombination daraus, muss man sagen, fühlte sich nun ein Jahr nach Release wenigstens halbwegs zusammenpassend an. Und ich sage ja seit Anfang an, das Game hat Potenzial gehabt, beziehungsweise das Game hätte Potenzial gehabt und für wen es sich lohnt, wieder reinzugucken. Und vielleicht, wer sich das Ganze doch noch kaufen sollte, das erzähle ich euch gleich. Und das bringt mich auch zum Partner des heutigen Videos. Genshin Impact ist ein Open-World-Adventure-Game mit einer großen Anzahl verschiedener Charaktere im Anime-Style. Genshin Impact ist für PS5, PS4, PC auch für Mobilgeräte, iOS und Android erhältlich. Die große atmosphärische offene Welt lädt dich ein, tiefer zu erforschen. Eine Welt voller Geheimnisse, in der es 7 Regionen, 7 Götter und wie könnte es anders sein, auch 7 Elemente gibt, die kombiniert werden können, um neue Synergien zu schaffen und noch mehr coole Angriffe auszuführen. Die geschlossene Karte von Genshin, wenn man nur Mondstadt Lio Sumero mitzählt, ist mehr als 5900 Fuß Fußballfelder in der realen Welt. Das Spiel hat regelmäßige Inhaltsupdates wie den kürzlich veröffentlichten Patch 3.1, der neue aufregende Region wie Sumero mit einem neuen Wüstengebiet bringt. Ich war noch nie in einer Wüste, aber ich kann die geheimnisvolle Wüste, die alten Ruinen in Sumero erkunden. Und es gibt drei neue Helden im Spiel. Sino, ein 5-Sterne-Elektro, Cadence, ein 4-Sterne-Hydro, beide recht mächtig. Und schließlich Nilou, ein 5-Sterne-Hydro, recht mächtig mit einem Schwert. Zusätzlich zu den liebevoll gestalteten Anime-Visuals bietet jeder Charakter seine eigene spannende Hintergrundgeschichte und ermöglicht tiefgreifende Interaktion mit der Spielwelt. Zur Feier des Updates auf Version 3.1 zeigt Genshin Impact die Geschichte der Spieler in Genshin in Offline-Werbung auf der ganzen Welt. In Deutschland werden die Erinnerungen Spieler im Münchner Hauptbahnhof gezeigt. Ich empfehle euch also, einen Blick darauf zu werfen, wenn ihr in der Nähe seid. Scanne den QR-Code oder sieh dir meinen Download-Link zum Spiel zum Endless Journey-Event in der Beschreibung an. Wenn du diesen Code im Spiel verwendest, kannst du auch zusätzliche Belohnungen erhalten. Vielen Dank an Genshin Impact für das Sponsoring des heutigen Videos. So, genug Waifu-Alarm, jetzt geht's weiter mit Battlefield. Man stelle sich mal vor, die hätten ein Jahr mehr Zeit gehabt und hätten etwas weniger Legacy-Features entfernt. Und man hätte die Manpower, die sie hatten, und sie hatten ja wirklich bei der Entwicklung von Battlefield 2042 enorm viel Manpower, genutzt, aus Battlefield 2042 mehr Battlefield zu machen. Und dann würde das Game ungefähr jetzt erscheinen. Wir hätten vielleicht doppelt so viele Maps und wir hätten einfach viel mehr Battlefield in Battlefield. Aber so ist es halt nicht gekommen. Unterm Strich wäre das, glaube ich, für alle Beteiligten besser gewesen. Für DICE wäre es besser gewesen. Für die Verkaufszahlen wäre es besser gewesen. Und für die Fans und uns, die Spieler im Endeffekt, wäre es auch besser gewesen. Aber es ist jetzt halt so gekommen, wie es denn eben ja nach dieser Entwicklung kommen musste. Aber da es jetzt ja sogar meinen Lieblingsmodus wieder gibt im Hauptmenü, man stelle sich mal vor, Legacy-Feature, es gibt ein sinnvolles Hauptmenü. Ein Hauptmenü, in dem man auswählen kann, ob man Breakthrough spielen will, Conquest spielen will oder 32 Spieler Rush spielen will und sogar verschiedene Unterkategorien. Will man das auf den neuen Maps, will man das nur auf den alten Maps? Da hat sich ja mal richtig einer was bei gedacht bei DICE. Wer hätte das gedacht, ja? Man macht ein ordentliches Hauptmenü rein und schon lässt sich das Spiel deutlich besser bedienen. Zumindest, nachdem es jetzt wieder meinen absoluten Lieblingsspielmodus in Battlefield gibt, muss ich sagen, das hat mir kurzfristig gestern echt mega Bock gemacht zu spielen. Die Maps sind immer noch, naja, für Rush, naja. Aber trotzdem, ich muss sagen, ich musste mich jetzt zum ersten Mal nicht durch 4 bis 5 Stunden Gameplay quälen, sondern es war wirklich nice. Deshalb muss ich euch da jetzt einfach mal ein bisschen dran teilhaben lassen, ein bisschen was zu erzählen und natürlich auch, was EA sonst noch so treibt. Die haben nämlich wieder komische Dinge erzählt, aber gut. Ich bin allgemein gerade in einer etwas komischen Situation, in der war ich lange nicht. Und zwar, ich komme mit dem Videomachen nicht hinterher.
Ich habe noch eins zum Breitbandausbau in Deutschland, so, beziehungsweise was da wieder in die Hose gehen kann, auf Lager. Und dann habe ich noch das krasseste MW2-Gameplay, das ihr wahrscheinlich bisher gesehen habt. Ich weiß, die Beta ist rum, aber ich kann das einfach nicht auf der Platte verschimmeln lassen. Dafür ist das einfach zu gut. Aber trotzdem, ich habe die letzten Tage über die letzten, gerade bei den MW2-Videos, einige Leute auch in den Kommentaren gefragt, Max, was ist denn jetzt eigentlich mit Battlefield 2042? Deswegen dachte ich mir, ich mache nochmal ein letztes Video zu Battlefield 2042. Und ich wollte eh mal wieder reinschauen. Denn gestern ist ja auch ein neuer Patch erschienen, 2.1. Und Content ist natürlich immer noch sehr, ja, dürftig in dem Spiel. Die Season und jetzt, ja, dieser quasi dieses Mini-Update zur Season 2 hat insgesamt jetzt, ja, es gab wieder eine neue Map, es gibt einen neuen Specialist, der übrigens so aussieht, als käme er direkt aus dem Black Ops 3 Multiplayer, aber ich finde, passt optisch auch deutlich besser als viele Base-Game-Specialists irgendwie in diese Settings rein. Dafür gibt es aber immerhin, neben den zwei normalen Waffen, neuen Waffen, also mit Season 2, gibt es jetzt noch ein paar neue Legacy-Waffen, nämlich die M16, M60, P90 und die Gold-Sniper. Da werden sich wahrscheinlich die ganzen 360 No-Scope-Leute drüber freuen. Aber leider braucht die M16 noch ein bisschen Feintuning, das ist so zurzeit noch nicht so ganz so tolle. Für Portal gibt es ein paar alte importierte Assets, aber mal ehrlich, mit mehr hat wahrscheinlich auch keiner gerechnet. Leider lassen sie das Riesenpotenzial, was Portal hatte, und gerade mit dem Logik-Editor lassen sie links liegen, sie bauen das nicht weiter aus. Man müsste da so viele Sachen, oder man könnte dort so viele Sachen machen. Man könnte den Logik-Editor erweitern. Man könnte überhaupt das Ganze eben dadurch noch modfreundlicher machen. Also sprich, dass die Leute nicht nur quasi das nehmen können, was eh schon da ist und es leicht modifizieren, sondern wirklich komplett eigene Sachen designen. Das geht ja aktuell in Portal nicht. Und man müsste viel mehr alte Sachen in Portal importieren. So hat sich das doch von Anfang an eigentlich angehört, so nach dem Motto, wir machen einen Liebesbrief an die Fans, wir klatschen alles in Portal rein und baut euch das beste Battlefield, was für euch eben am besten passt, aber aktuell ist wirklich das Potenzial von Portal, finde ich, weitgehend ungenutzt. Und wie gesagt, das Game läuft natürlich, trotz der ganzen positiven Sachen, die ich jetzt gesagt habe, darf man sich jetzt da nicht täuschen lassen, also das Game läuft natürlich nach wie vor nur auf Sparflamme und wird es weiterhin. Die werden das Mindeste liefern, dass sie keiner verklagt. Egal, was DICE und EA erzählen und dass sie da mit dem gesamten Team noch dran sitzen oder sonst was, die erzählen eh viel, wenn der Tag lang ist. Da haben wir uns doch jetzt mittlerweile schon dran gewöhnt. Es gab auch letztens wieder einen Brief an die Community mit, ach, was weiß ich, unsere tollen Battlefield-Standards und der neue Battlefield-Chef und wie sehr man sich freut, an Battlefield arbeiten zu können. Und wir sind ein Powerhouse im Multiplayer und ganz ehrlich, Marketing, bla bla, nicht der Rede wert, deshalb skippen wir das jetzt auch mal und widmen uns nochmal schnell dem, was alle interessiert, nämlich taugt die neue Map und die Map-Überarbeitung. Was ihr im Hintergrund übrigens die ganze Zeit seht, ist Gameplay von der neuen Map Stranded und Renewal, also der überarbeiteten Renewal-Variante und das in 32 Spieler Rush. Ich meine, was auch sonst, ihr wisst, Rush ist mein absolut Lieblingsspielmodus in Battlefield. So, und ich muss sagen, in Rush spielt sich Stranded, also die neue Map, spielt sich ganz okay. Kann sicherlich nicht an Glanzzeiten wie Valparaiso oder Demerwind Peak anknüpfen, aber es ist ganz okay. Renewal ist besser, aber schockt mich vom Layout immer noch nicht so ganz. Allerdings eine Sache stört mich wirklich extrem. Und das muss ich jetzt einfach mal loswerden. Und ich muss jetzt auch nochmal gemein sein zu DICE die nächsten paar Sätze, aber ernsthaft. Container Field 2042. So viele Container. Und noch mehr Container und noch viel mehr Container. Battlefield 2042, Alter, das besteht nur noch aus Containern. Ich weiß nicht, ob die Schweden daheim, wenn sie aus dem Fenster gucken, nur Container vor der Hütte haben. Ich kann es mir anders nicht erklären. Meine Güte, es besteht alles nur noch aus Container. Auf der überarbeiteten Maps, beziehungsweise die Maps, die überarbeitet wurden, diese Überarbeitung bestehen zu 95% aus Kisten, Container, Steine und ab und zu so Absperrungshütchen, die hingestellt wurden, aber zum größten Teil Container. Und die neue Map ist zu einem ganz großen Teil auch Container. Was, können die Schweden mal bitte anfangen, wieder gescheite Maps zu machen? Bitte, ihr seid professionelle Map-Designer. Und für das hätte sich jeder Hobby-Half-Life 1-Mapper geschämt. Anders kann man das nicht sagen. Ich habe es, glaube ich, noch nie erwähnt, aber ich habe früher zu Half-Life 1-Zeiten so hobbymäßig ein paar Deathmatch-Maps erstellt. Und das Erste, was man da erstellt hat, ist Container- und Kisten-Maps. Also das ist einer professionellen Map-Designers wirklich nicht würdig, was DICE mit den Containern auf der Map abzieht.
Gut, sei es auch. So viel zum Thema. Wir arbeiten da mit dem gesamten Team dran. Also wenn das wirklich alles ist, was ihr hinkriegt mit dem gesamten Team, ja dann gute Nacht für weitere Battlefield-Maps. Naja, dafür muss man aber der ganzen Sache zugutehalten. Vom Layout her in Rush ist die neue Map wirklich nicht verkehrt. Es gibt einige Laufwege außenrum, direkt zum M-Com, ein paar Flankwege, allerdings nicht so viele Ultra, ja, 1000 Winkel, von denen man gucken kann. Man kann mit Webster und dem Enterhaken auf das Schiff oben drauf, aber man kann nicht von oben in das Schiff rein, was ich persönlich sehr gut finde. Man braucht nicht noch 3000 weitere Winkel. Allerdings sowas wie Dämmerwand Peak, Valparaiso, Port Valdez, Dawnbreaker, Sand Crossing. Ich könnte das noch eine ganze Weile weitermachen. Wären wirklich nice und würden dem Spiel in Rush unglaublich gut tun. Ihr habt den Kram doch, haut's einfach rein und sei es nur für Portal. Importiert den Kram einfach. Vielleicht auch klar als kleines Zwischenupdate. Oder testet's mal in einem Event. Das würde sicherlich auch sehr viele Spieler mal wieder zurückbringen, sich das Game anzugucken. Weil es wirkt auf jeden Fall besser als zu Release noch. Und gerade Bad Company 2 Maps würden vom Setting her recht gut in Battlefield 2042 passen, weil das eben auch so Environment-Outdoor-Karten sind zum größten Teil. Vielleicht nicht für 128 Spieler, aber auf jeden Fall für 32 Spieler Rush, weil da sind diese Maps immer noch, wie sagt man da so im Business-Deutsch dazu, der Benchmark, was Rush angeht, für mich. Die Bad Company 2-Karten und die Battlefield 3-Karten. Das fände ich wirklich nice. Ja, habe ich schon gesagt, dass das neue Hauptmenü sich endlich mal wie ein Hauptmenü bedienen lässt. Man kann wieder gescheit auswählen, was man spielen will. Ich würde mir wünschen, vielleicht macht man Rush noch auf 48 Spieler. Wobei man sagen muss, es funktioniert mit 32 Spielern auch schon ziemlich gut. Besser als alles, was das Game sonst so zu bieten hat, auf jeden Fall. Und das ist das, was das Game dauerhaft braucht. Und mehr davon. Ich meine, wer hätte gedacht, man bringt einen kompletten Core-Spielmodus wieder. Man addet ein paar Legacy-Features. Und schon ist das Game gleich viel besser. Und schon ist das Game gleich viel mehr Battlefield. Aber das scheint DICE erst relativ spät, leider, ja, scheint DICE relativ spät in den Sinn gekommen zu sein. Wahrscheinlich hat er auch nicht unerheblich das ganze Geflame der Spieler dazu beigetragen. Ja. Könnte ich mir vorstellen, dass sie sich gedacht haben, na, vielleicht ist unsere Vision für Battlefield doch nicht so das Beste. Und ich würde sagen, das Game ist jetzt ungefähr in so einem Zustand, dass man sagen könnte, ja, man könnte doch mal einen Beta-Playtest starten. Aber dann fällt einem ja ein, ah Mist, das Game ist ja schon seit einem Jahr raus. Und ich glaube, jetzt realisiert man zum ersten Mal so wirklich greifbar, wie extrem unfertig das Game bei Release doch gewesen ist. Man konnte das gar nicht richtig einschätzen, weil das Game einfach so bruchstückhaft war bei Release. Da konnte man sich gar kein Gesamtbild machen. Aber jetzt, wo das Spiel zum ersten Mal so halbwegs zusammenhängend wirkt, sieht man, okay, und wo ist jetzt so die anderen 50% von dem Game, die es eigentlich noch bräuchte? Aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, jeder, der das Game besitzt, bin ich der Meinung, sollte unbedingt mal wieder reingucken und sich in ein paar Runden 32 Spieler Rush geben. Das ist das Beste, was Battlefield 2042 aktuell zu bieten hat. Trotz Containern. Leider immer noch wenig Content und wenig Maps. Aber okay, so ist es halt. Aber guckt auf jeden Fall, wenn ihr es habt, guckt rein. Ihr habt die Kohle eh schon bezahlt. Und gerade wenn ihr Battlefield immer mochtet, werdet ihr bestimmt ein paar Runden mega Spaß haben. Also mir hat es gestern Abend wirklich richtig Bock gemacht. So viel Bock, dass ich es noch nicht uninstalled habe und wahrscheinlich heute Abend, vielleicht sogar im Stream, nochmal reingucke. Und ich meine, das ist das größte Kompliment, glaube ich, was man Battlefield 2042 machen kann aktuell, dass man es nicht nach 5 Stunden gleich wieder uninstallt. Wie gesagt, das Game hat immer noch relativ wenig Inhalt zu bieten, noch massig andere Probleme, wovon ich im letzten Video auch viele angesprochen habe. Deswegen will ich da jetzt nicht weiter drauf rumreiten. Kaufen würde ich das Game übrigens, wenn überhaupt, dann nur ganz stark reduziert, denn wir können uns nach wie vor quasi sicher sein, trotz der ganzen Blogpost und Ansagen von DICE, ganzes Team, Manpower und was man Tolles auch immer noch überarbeiten will, es wird weiterhin nur das Mindeste kommen, was geliefert werden muss, aber die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt, deshalb hoffe ich wirklich, es musste erstmal so richtig ins Klo gegriffen werden mit Battlefield 2042, damit es für das nächste Battlefield, ja vielleicht dann 2024 oder wann auch immer das kommt, wieder besser werden kann. Vielleicht mussten sie einfach mal so richtig aufs Maul fliegen, dass es jetzt die Chance gibt, dass sich da was verbessert. Nicht für 2042, aber vielleicht für das nächste. So sieht's aus, Leute. Wem es gefallen hat, ihr wisst, ich freue mich über jeden Sub-Kommentar und natürlich interessiert mich auch diesmal brennend, was ihr dazu zu sagen habt. Lasst mich wissen, schreibt es in die Kommentare. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, bis denn. CU.